Herzlich willkommen zum Wool & Forest Podcast. Mein Name ist Alexandra. Ich lebe mit meinem Mann, meinen beiden Söhnen und Eure Hoheit, Katze Kaya, in der Nähe von Stuttgart. Ihr findet mich einmal auf Instagram unter Wool & Forest und natürlich auf Ravelry unter Alex und Wolle. Ja, das ist ein Handarbeitspodcast. Hier soll es ums Stricken gehen, ein ganz kleines bisschen ums Nähen. Ja, ums Wollefärben hätte ich beinahe vergessen, natürlich. Und der letzte Punkt, es geht um meinen Shop, der aber noch kein Shop ist. Ich würde euch gerne mitnehmen auf den Weg zu meinem Shop. Wie entsteht mein Shop? Wie macht man sich selbstständig? Da bin ich gerade mitten dabei und ich würde euch gern mitnehmen. Ja, dass ihr mich begleiten könnt und sehen könnt, wie sowas funktioniert. So, ich würde den Podcast tatsächlich ganz klassisch gestalten und in verschiedene Sektionen einteilen. Ja, als erstes muss ich dazu sagen, sorry, ich muss immer auf meine Notizen schauen, sonst vergesse ich so viel. Ich bin aufgeregt natürlich. Das ist der Podcast Nummer 1, aber schon das dritte Mal gedreht. Das alles, was ich hier zeige, ist selbstverständlich Werbung. Ich habe alles selber gekauft, ich werde nicht gesponsert, aber ich muss es als Dauerwerbesendung deklarieren. Somit ist das eine Dauerwerbesendung. Sorry. So. Ich würde als erstes anfangen, was trage ich heute? Ja, ich trage ein altes Projekt. Ich habe das letztes Jahr beendet. Das ist der Dahlia-Sweater. Jetzt muss ich nachschauen. Von der Lene Holme Samsö. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich glaube, das ist sogar dänisch. Und zwar gestrickt aus einem Mischgarn, und zwar aus einem Merino Baumwollgarn, und zwar habe ich den einen Knäuel habe ich noch da aus der Sandness Duo. Ich glaube, so sieht man es besser. Genau, und zwar die Wolle besteht aus 55 Merino, 45% Baumwolle, ist eine Decay-Stärke, also man sagt auch, wenn man es nicht weiß, der englische Begriff, und zwar aus Sechsfachwolle, sorry. Man sagt auch in der Sockenwolle, im deutschsprachigen Raum, Sechsfach Sockenwolle dazu, und im Englischen sind es die Begriffe Decay. Genau, in einem Puderrosa, ein schönes Altrosa, wie ich finde. Ich finde, steht mir auch ganz gut. Ja, das Muster ist super leicht zu stricken. Also ich komme ein bisschen näher. Dann sieht man es ein bisschen besser. Das sind ganz tolle Blütenblätter. Ich mag Lace nicht so gerne stricken. Ich stricke gerne, um abzuspannen, um mich zu erholen, um mich zu entspannen. Und wenn ich dann ständig auf einen Chart schauen muss und es sehr kompliziert ist, dann ist es oft so, dass ich es ganz schnell wieder aufgebe. Aber dieses Muster ist tatsächlich der Hit. Also es ging so leicht, klar habe ich Fehler eingebaut, logisch, das mache ich bei jedem Strickstück tatsächlich, aber das sind meine Design-Feature. Und dieses Muster war super easy zu stricken, hat Spaß gemacht tatsächlich und ich finde, es kommt toll raus. Also ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich mir einen ähnlichen, ich glaube die Lene Holme, wie auch immer, hat mehrere von diesen Dahlia-Settern im Programm. Hoffentlich auch in einem Fingering-Weight, also in einem Socken, in einer Sockengarnstärke, in einer Sockenstärke, einer Sockengarnstärke, ja. Weil ich merke tatsächlich, dass auch dieses Garn ja einfach zu dick ist. Also es ist jetzt im Frühling in Ordnung, ist Kurzarm übrigens. Ja. Aber sobald es heiß wird, sobald es wärmer wird, wird mir das einfach viel zu heiß und ich schwitze furchtbar und ja. Und deswegen muss ich mal schauen, wie es in einer Fingering-Stärke werden würde, auch im Kurzarm vielleicht. Das muss ich mir noch überlegen, ob ich das machen möchte. Ja, der Dahlia-Sweater. Ich glaube, gestrickt, muss ich gerade schauen. Ja, mit Nadelstärke 4,5 tatsächlich.
Ich habe 6 Knäuel gebraucht. Übrigens habe ich das Projekt auch in Ravelry eingepflegt. Bin ja auch manchmal ein bisschen schlampig, aber das habe ich eingepflegt, auch mit Fotos, Tragefotos und auch alle Angaben dazu. Aber wie gesagt, 6 Knäuel von diesen, ich zeige es mal vielleicht gescheit, von diesen Sandnesgarn Duo. Das ist ein butterweiches Garn, echt toll zu stricken. Ich kann gar nichts Negatives drüber sagen. Ja, der Pulli ist, beziehungsweise der Kurzarmsweater ist tatsächlich, ja, also fast zu groß ausgefallen. Jetzt habe ich natürlich durch die Pandemie an Gewicht zugelegt. Jetzt passt er. Gestrickt in XXL tatsächlich. Ich weiß nicht, warum ich ihn damals so groß gestrickt habe. Ich hatte Angst, er wird zu klein. Und ja, aber jetzt passt er. So, genau. Ganz klassisch fange ich an in der nächsten Sektion tatsächlich mit den Finished Objects, also den fertigen Objekten. Was habe ich fertig gestrickt? Ja, nicht viel. Doch, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Ich habe doch einiges. Ja, aber starten würde ich tatsächlich auch mit einem, ja, schon länger fertig, mit meinem Colding. Den kennt ihr sicherlich alle. Also Colding, darum, da kommt man gerade überhaupt nicht drum herum, beziehungsweise auch schon im Dezember nicht. Es wurde riesig gehypt, diese Anleitung, dieses Tuch, dieser Schal, dieses Dola, weil sie einfach genial ist. Dauert ein bisschen zu stricken, das Ding ist ein Monster. Es ist tatsächlich 2,30 Meter groß geworden. Ich zeige es mal, was es sich überhaupt handelt. So, jetzt muss ich aber erst mal schauen, dass ich es richtig rumhalte. Okay, so rum. Also die Anleitung Colding ist eine Tücher-Stola-Schalanleitung von Chris Berlin und hat keine klassische Tuchform, sondern eher eine Schalform. Ich halte es ein bisschen, also man sieht, es ist riesig. Mit Brioche-Teil, oh sorry, mit Brioche-Teil, also Patent, Vollpatent. Mit glatt rechts, mit rechts-links Muster, mit Lochmuster, alles drin vorhanden. Deshalb sehr interessant, sehr abwechslungsreich zu stricken. Aber durch das Brioche zieht sich das natürlich unheimlich lang. Also bei mir hat sich es unheimlich ewig gezogen. Ich lege ihn mal um. Auch wenn es heute echt warm ist, aber so eine kurze Weile kann ich ihn vielleicht tragen. Also man kann ihn alle möglichen. Man kann ihn allen möglichen Variationen tragen, wirklich als Schultertuch tatsächlich, wenn es mal frisch wird. Oder eben als Schal, so wie hier. Oder einmal so rumgewickelt, ganz normal wie ein Dreieckstuch. Alles möglich. Schön dick, aber nicht zu diesen Temperaturen jetzt, selbstverständlich. Also das ist wirklich, der Colding ist jetzt für mich in dieser Wolle nur etwas für den Herbst, wenn es kühler ist tatsächlich und für den Winter. Weil er ist schon riesig. Ja, ich bin groß. 1,75, habe sehr breite Schultern. Ich brauche so ein großes Tuch. Alles, was kleiner ist, ja gut, von mir aus über 2 Meter noch. Aber so 1,70 Meter oder so kann ich nicht tragen, geht nicht, wenn ein Tuch so kurz ist. Ja, sieht doof aus. Was gibt es zu ihm zu sagen? Ja, die Wolle würde ich vielleicht noch kurz. Also wie gesagt, ich habe ewig dafür gebraucht. Ich habe angefangen tatsächlich am ersten Weihnachtsfeiertag. Ich glaube, ich habe schon 2 Monate gebraucht, tatsächlich. Warum, weiß ich nicht. Gut, ich stricke meistens nur abends. Nach der Arbeit tatsächlich. Also, ich bin halbtags berufstätig, aber oft abends, wenn ich vorm Fernsehen sitze, vom Fernseher, sorry, das war Schwäbisch, wenn ich vorm Fernseher sitze oder eigentlich vor meinem Tablet und Netflixe, dann stricke ich. Und ja, das ist natürlich nicht viel Zeit. Ja, deswegen hat es ewig gedauert. Wie gesagt, der Brioche-Teil hat sich unheimlich gezogen. Ich liebe Brioche, also ich mache das wirklich gern. Ich stricke das sehr gern. Es läuft auch gut von den Nadeln. Aber ja, ihr habt das Gefühl, ich komme nicht voran tatsächlich. Und was finde ich auch ganz toll ist, ist ja ein Fingering, also das ist Sockenwollstärke tatsächlich. Deswegen eigentlich für ein Tuch im Winter zu dünn. Aber durch das Brioche und natürlich auch durch die Masse an Tuch ist der super warm. Und das habe ich rausgefunden, okay, wenn du im Winter einen Schal stricken möchtest und du möchtest aber kein DK-Garn, weil das natürlich unheimlich schwer wird, mach einfach ein Brioche oder nimm ein Tuch mit einem Brioche-Muster, dann passt es.
So, ich habe die Wolle genommen, jetzt habe ich sie auseinander gedröselt. Ja, es ist auseinandergefallen. Das ist noch übrig. Und zwar, ich habe genommen Fiberspace. Das ist die Firma Fiberspace. We wishes. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Fourply ist so ein High-Twist-Garn tatsächlich. Ein High-Twist-Garn, genau. Sorry. So, und zwar 100% Superwash Merino. Empfohlen bis 3,5 mm Nadeln, 365 Meter auf 100 Gramm. Genau, in der Farbe Smoky Joe, wunderschönes Graubraun, würde ich tatsächlich sagen. Jetzt sieht man es, glaube ich, wirklich original. Also ich fand es genial, ja. Braun ist meine Lieblingsfarbe, beziehungsweise ich hatte eine Zeit lang wirklich nur, ja, ganz viel in Braun gestrickt, alle möglichen Brauntöne. Jetzt ändert sich das so ein bisschen im Frühling, dass ich tatsächlich auch mehr Pink stricken möchte oder mehr Pastelltöne, bisschen was Frischeres. Aber ich liebe alle Naturtöne. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist so. Ich glaube, ich habe tatsächlich 5 Knäuel verbraucht von dieser Wolle. Gestrickt habe ich es auch tatsächlich, ich meine in Nadelstärke 4 oder 4,5. Also eigentlich viel zu groß, weil ich Angst hatte, das Tuch wird zu klein. Ja. Ist schief gelaufen, das Tuch ist nicht zu klein geworden. Also fast zu groß. Also es ist eigentlich perfekt. Ein Ticken zu groß. Nächstes Mal würde ich tatsächlich eine kleinere Nadel nehmen. Der zweite Colding ist tatsächlich auch schon angeschlagen. Und zwar während ich diesen hier noch gestrickt habe. Diesmal in der Krönchenwolle von Schachenmeier. In einem Senfgelb. So weit bin ich gekommen und habe auf die Seite gelegt und jetzt brauche ich erstmal eine Colding-Pause. Vielleicht mache ich im Herbst weiter, ich weiß es nicht. Ich halte euch auf dem Laufenden. So, jetzt nehme ich das aber mal wieder ab, weil mir wird es echt zu warm. Und draußen ist halt so schön sonnig und endlich warm. Man muss sich jetzt nicht mehr einpacken. Ja, dann habe ich noch ein zweites fertiges Objekt, etwas ganz Ungewöhnliches für mich, und zwar Socken. Denn ich stricke nicht gerne Socken. Nicht mehr. Ich habe früher nur Socken gestrickt, tatsächlich bis vor 2 Jahren. Und seitdem ich die Welt des Wetter entdeckt habe und wie einfach es ist, einen Pulli zu stricken, vor allem von oben nach unten, stricke ich fast nur noch Oberteile oder tatsächlich Schals, Tücher. Die gehen schnell, sind abwechslungsreich. Und für so ein Oberteil brauche ich natürlich auch ewig, klar. Wie gesagt, wenn man abends nur 1 Stunde strickt oder so. Aber ich habe tatsächlich, weil ich 2 Geschenke brauche für 2 liebe Menschen, habe ich tatsächlich 2 Pärchen Socken fertig. Ja, und es hat sogar Spaß gemacht. Ich darf es gar nicht sagen. Vielleicht liegt es daran, dass ich es an andere verschenke, denn ich selber trage keine gestrickten Socken. Ich mag es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich habe da tatsächlich einen Schaden. Aber ich mag es nicht. Ich mag es, wenn die Socken eng anliegen und wenn sie glatt sind und aus Baumwolle. Ich mag irgendwie dieses komische Gefühl nicht. Also ich bin sehr empfindlich. Wenn, dann muss die Sockenwolle sehr, sehr weich sein. Das ist eigentlich lächerlich, gell? Weil je weicher natürlich auch und natürlich auch je nachdem, was drin ist, geht sie natürlich auch kaputt. Ist nicht so robust, aber ich trage sie nicht in den Schuhen. Ich habe eh schon sehr große Füße. Ich habe Schuhgröße 44. Und wenn ich dann noch so dicke Socken trage, nee, das, nee. Und bei mir sind gestrickte Socken, die wenigen, die ich noch habe, tatsächlich reine Sofasocken, wenn ich kalte Füße habe. Aber ich trage doch lieber gerne Baumwollsocken. Also, aber keine gestrickten. Das mag ich auch nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Okay, also jetzt zeige ich erstmal natürlich die fertigen Socken. Also einmal diese hier. Meine allerersten Ringelsocken. Man sieht leider, dass ich den Übergang von einem Ringel zum anderen nicht so gut hingekriegt habe. Obwohl ich die Tricks beachtet habe, aber irgendwie ist es, ja. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Ich denke, wenn die Beschenkte das wäscht, wird sich das wieder legen. Und ich finde es ja trotzdem wunderschön. Das ist übrigens gestricktes Grau aus Krönchenwolle, Schachenmeier Regia, Yak in dem Grau. Und die Grün oder dieses Mint ist tatsächlich Lana Grossa Soja. Die Farbnummer weiß ich jetzt leider nicht. Schuhgröße 40. Ich bin gespannt. Bald kann ich es verschenken. Was die Person sagt, freue ich mich schon drauf. Genau, das ist das eine. Dann habe ich noch mal ein Pärchen Socken fertig. Juhei. Tatsächlich erst
vorgestern Abend. Ja, ich zeige euch die Socken. Schuhgröße 39, ideal, ja, ich mit Schuhgröße 44 stricke ja ewig an meinen Socken. Das ist ja auch sowas. Deswegen verschenke ich sie unheimlich gerne und bin froh, wenn sie jemand zu schätzen weiß. Und zwar eine sehr, 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 sehr lange und gut abgehangene Tausendschönwolle in einer ganz tollen Qualität. Seht ihr das? Die gibt es nicht mehr. Tausendschön hat, und zwar ist es damals gewesen, ich schaue es, ich zeige es euch erstmal, das ist Tausendschön. Wolle und zwar wilde Lupinen. Und zwar damals hieß die Qualität Merino extra fein. Lauflänge 420 Meter auf 100 Gramm. Ich glaube, die Wolle ist bestimmt schon boah, 10 Jahre alt. So was. Damals habe ich nur 1000 schön verstrickt. Nur, weil die eben diese butterweiche Wolle hatten. Vielleicht kann ich es ein bisschen näher zeigen. Man sieht, ich finde, man sieht es einfach. Die ist fast wie wenn sie. Baumwolle wäre ganz, ganz weich und die kann ich tatsächlich auch. Also ich habe auch ein Pärchen von dieser Wolle, ein Pärchen Socken von dieser Wolle verstrickt und die trage ich tatsächlich sehr gerne. Aber auch nur zu Hause. Ja, was wollte ich sagen? Die gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, woher Tausendschön ihre Rohwolle bezieht. Aber sie hat mir erzählt vor einigen Jahren, als ich auf der Kreativmesse in Stuttgart war, dass der Wollhändler plötzlich diese Qualität verändert hat. Ich glaube, sie wussten dann mal was davon. Und ihre jetzige Qualität ist ein bisschen gröber. Na, gröber kann man, ist schon weich, aber anders. Weil denn dieses Garn, ich zeige es mal, dann kann man es vielleicht besser erklären. Das sieht fast aus, als ob es gefacht wäre. Also ich habe tatsächlich beim Stricken Schwierigkeiten, wenn ich einsteche. Ich weiß, man sieht es nicht richtig. Wenn ich einsteche, dass ich teilweise zwischen die Fasern steche, weil sie doch ein bisschen wie gefacht ist oder nicht so gut verzwirnt ist. Aber butterweich, ganz toll. Und ich bin überrascht. Ich muss dazu sagen, das Knäuel fand, das Knäuel, nein, den Strang fand ich tatsächlich viel schöner, wie das Verstrickte jetzt. Gut, das sind Socken. Da macht es mir jetzt nicht so viel aus. Sie dürfen bunt sein, aber dieser Strang, wunderschön. Wunderschöne Farben und sie kommen jetzt fast ein bisschen, also verstrickt fast ein bisschen zu zart raus. Aber trotzdem genial. Also ich war, es hat mir Spaß gemacht, die zu stricken. Wie gesagt, Schuhgröße 39, was ich ganz vergessen habe zu sagen. Ja, meine Lieblingsferse, die einzige, die ich auswendig kann und die ich wahrscheinlich stricken werde, ist die Bumerang-Ferse. Die kann ich tatsächlich auswendig. Ich schaue immer nach. Für welche Größe ich wie viel Maschen brauche. Und dann stricke ich sie auswendig und das ist so eine richtige, ja, wie sagt man denn? Also Hirn abschalten und stricken. Perfekt, wenn man einfach mal ein bisschen entspannen möchte. Ich habe kein Sockenrezept. Man sagt im Amerikanischen, das sind Vanilla-Socks oder Stinos. Ich hasse das Wort Stinos, also stinknormale Socken. Kein Rezept, ich mache es, wie ich Lust habe. Hier oben, wie viele Maschen. Also. Das sind 60 Maschen, okay, klar, Schuhgröße 39. Aber wie lange ich diesen Schaft mache oder ja, wie lange ich mache ich das Bündchen, das mache ich nach Gefühl. Da habe ich irgendwie keine Lust, da mich jetzt irgendwie an Regeln zu halten oder so. Ja, das habe ich noch übrig tatsächlich. Ich habe es nicht gewogen. Das kommt in meine Reste-Stash-Kiste. Wer weiß, was ich es noch verwenden kann. Notfalls, ich bin Erzieherin in einer verlässlichen Grundschule. Notfalls nehme ich es mit in die verlässliche Grundschule. Habe ich nämlich ein Kind, einen Jungen, der strickt leidenschaftlich gern. So, beides ein Geschenk. Ich kann nicht sagen, an wen, weil ich nicht weiß, ob die Personen diesen Podcast anschauen werden. Ja, so. Ja, dann kommen wir schon zur nächsten Sektion tatsächlich. Was habe ich auf den Nadeln, beziehungsweise Works in Progress, Works in Progress, Wips, sorry. Ja, als allererstes tatsächlich, jetzt muss ich schauen, wo ist denn hin? Hier auf dem Boden, sorry. In meiner Projekttasche, die ich tatsächlich selber genäht habe. Ja, ich sag nur so viel dazu. Ich habe letztes Jahr im ersten Lockdown Down angefangen zu nähen, habe mir eine Nähmaschine gekauft. Ich habe es allerdings schon in der Schule gelernt. Die Grundkenntnisse hatte ich, habe mir endlich eine Nähmaschine gekauft mit dem Ziel, ich möchte gerne Projekttaschen nähen, weil es da so tolle Stoffe gibt. Geht bestimmt schnell, bestimmt easy peasy. Dann habe ich damit angefangen tatsächlich und ich hasse es. Also, nee. Also ich stricke, nein, ich nähe tatsächlich
nicht gerne Projekttaschen. Ich hatte ja den tollen Stoff, den fand ich so toll, der ist von Rico Design. Aber ich werde keine Projekttaschen mehr nähen, höchstens noch eine letzte. Ich habe nämlich noch einen Stoff und dann ist aber Ende Gelände, denn es macht mir keinen Spaß, es ist sehr, sehr aufwendig und nö. Also ich nähe tatsächlich, wenn ich nähe, Oberteile, Sweatshirts, Klamotten und das geht super easy. So, so viel zum Nähen. Nun kommen wir aber zum nächsten Projekt, das ich auf den Nadeln habe. Das ist einmal von Andrea Maury. Den Birds of a Feather. Ja, eine alte Anleitung. Ach übrigens, alles was ich hier zeige, die ganzen Anleitungen sind tatsächlich kostenpflichtig. Also die gibt es bei Ravelry und kosten ein bisschen was. So, also den Birds of a Feather. Den gibt es schon länger, aber mich hat ja wirklich immer gereizt. Ich hatte allerdings ein Problem mit Mohair. Ja, ich bin sehr empfindlich. Die Wolle muss sehr weich sein. Ich habe allerdings zwei Wollfirmen gefunden, die ein sehr weiches Mohair verkaufen. Einmal Ito Sensei, also die Ito Garne, und einmal von Lang, die Lace. Also die sind sehr weich. Die Lang Lace hat tatsächlich 58% Mohair und 42% Seide. Also der Seidenanteil ist recht hoch. Also ich muss sagen, ich habe mir einen Pulli gestrickt im Winter und ich kann den tatsächlich auf nackter Haut tragen. Und das hat mich überzeugt, denn ich finde einfach auch Sweater, Oberteile, Schals mit Mohair sehen sehr, sehr edel aus. Ja, mich stören die Flusen beim Stricken, mich stören die Flusen von dem Mohair, wenn ich es trage. Aber es hält sich in Grenzen. Ja, so jetzt also, das ist ein Tuch in einer, ich glaube, asymmetrischen Tuchform, aber sehr groß. Letztens hat die liebe Marion, heißt sie, von Willows Gestrick, ich liebe den Podcast übrigens, die hat dieses Tuch fertig gestrickt und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich dieses Tuch ausstricken, basta. Muss sein, wird angeschlagen, okay, ich habe sehr viel auf den Nadeln, aber egal, ich muss sein. Es muss sein, ich brauche jetzt ein bisschen Abwechslung. Ja, sie hat gesagt, es wird sehr groß, ich glaube über 2 Meter tatsächlich, also perfekt für mich. Jetzt weiß ich nicht, was man an meinem Ausdruck von meinem... dieser Ausdruck von dem Tuch ist wirklich sehr schlecht. Mein Drucker spinnt. Da muss man andere Druckerpatronen kaufen. Also man sieht, dass das Tuch sehr groß ist. Es wird herrlich. So, ich zeige euch jetzt, wie weit ich gekommen bin. Ich muss dazu sagen, ich will jetzt eigentlich in diesem Podcast nicht so viel schmalen, weil ich rede. Ich kann unendlich lang reden und das muss ich ein bisschen unterbinden. Aber das muss ich erzählen. Ich habe... So weit bin ich gekommen zuallererst, ja. Das Stückchen hier. Ich habe das hier 8-mal gestrickt. 8-mal angefangen und wieder aufgezogen tatsächlich. Also ich war an dem Abend sehr müde, okay, zur Entschuldigung, aber ich habe das nicht kapiert. Ich hab die Anleitung nicht verstanden. Es muss wirklich an der Müdigkeit gelegen haben. Jetzt habe ich es hingekriegt. Ich bin aber immer noch nicht sicher, ob ich es so richtig gemacht habe. Jetzt würde tatsächlich der nächste Teil, also die Anleitung sieht vor, immer einen Teil Single Garn zu stricken und in Streifen immer einen Teil Mohair. Und ich habe dann dieses, ne, von Lang, dieses Grau ausgewählt. Erst habe ich auf Instagram habe ich tatsächlich ein Foto gepostet von der Wolle hier und was ich stricken möchte und habe tatsächlich die Ito angegeben. Aber ich habe gedacht, nee, ich habe noch einen Knäuel von der Lang Lace und warum noch was Neues kaufen? Ich muss sowieso noch ein Knäuel dazu kaufen, aber ich verstricke die einfach aus, dann ist das Grau schön hell. Genau. Also ich bin wirklich gespannt. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Jetzt wird der nächste Teil der Streifen mit Mohair kommen und dann wieder mit Single Garn. Es ist das erste Mal, dass ich ein Single Garn verstricke tatsächlich und ich habe die Wolle selber gefärbt tatsächlich. Meine erste Single-Wolle, die ich gefärbt habe. Ich habe 3 Stränge Wolle gefärbt in diesem Single. Garn, glaube 350 Meter, Lauflänge auf 100 Gramm.
ich glaube, benötigt werden, boah, ich keine Ahnung, zwei Stränge, nochmal ein bisschen was. Mal gucken. Ich schaue mal, wie weit ich komme, wie viel ich brauche. Ich habe gedacht, oh, ich färbe mal drei Stränge, dann lohnt sich's wenigstens. Ja, ich habe gefärbt einmal. Selbstverständlich mit den Farben von Dharma. Und gekauft, aber auf alle Fälle selbstverständlich bei der Webetante, bei diesem netten, netten Ehepaar, das einem immer, ups, weiterhilft. Und die Farben sind genial. Also ich, seitdem ich damit färbe, seit 2 Jahren färbe ich wieder Wolle. Ich habe es früher schon gemacht, aber mit anderen Farben. Seitdem ist es eine Offenbarung und es sieht einfach alles toll aus. Also es ist einfach, es ist eine Leidenschaft, es macht Spaß. Ja, genug gezeigt. Daraus wird der Birds of a Feather. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wie es wird. Mal schauen. Ja, ich habe mein Farbschema tatsächlich verlassen und habe dann eben in Pink gefärbt. In verschiedenen Pinktönen und im Grau. Ich liebe Grau, ich liebe Braun. Ja, aber ich mag schon auch Rosé natürlich. So, ich stricke das mit einer Nadelstärke, das soll ich vielleicht auch noch dazu sagen, oder? Nadelstärke 4 von Chargot, meinen Lieblingsnadeln. Die Seile sind einfach unvergleichlich gut. Dann mit dem langen Lace, sorry, muss das rausholen, mit dem langen Lace. Genau, ich habe schon gesagt, das Single Garn hat eine 350 Meter Lauflänge auf 100 Gramm. 100% Superwash Merino müsste das sein. Hier ist es, habe ich schon gesagt, genau, 58% Mohair, 42% Seide. Die Farbe ist 7287. Genau, super. Ich mag ja lieber diese Namen. Ja, wenn wir wollen, schöne Namen haben, ist einfach am schönsten. Ich glaube, sonst gibt es tatsächlich nichts mehr zu dem Tuch zu sagen. Genau, Nadelstärke 4 habe ich schon gesagt. Ja, das war's. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich denke, wenn sollte ich noch mal einen Podcast drehen wollen. Denn wie gesagt, ich habe diesen Podcast schon zweimal komplett abgedreht. Schon letzte Woche. Aber einen Podcast oder einen Film zu schneiden ist nicht so einfach. Ich möchte jetzt versuchen, so wenig wie möglich zu schneiden. Und ich war einfach nicht zufrieden. Und es ist eine große Herausforderung, sich hier hinzusetzen und mit sich selber zu reden. Ja. Deshalb mal gucken, ob es noch einen weiteren Podcast geben soll. So, was habe ich denn noch auf den Nadeln? Ich habe noch ein Oberteilprojekt auf den Nadeln. Das würde ich euch noch zeigen. Auch selber genäht die Tasche, als ich noch dachte, ich kann es. Aber das war auch eine Katastrophe. Aber mir hat der Stoff so gut gefallen. Ja, der Stoff ist von Scharrenmeier tatsächlich. Wir haben ja hier, also ich komme natürlich na, aus dem Schwäbischen. Scharrenmeier kommt aus dem Schwäbischen. Und es gibt hier einen Werksverkauf von Wolle und die haben auch Stoffe. Und die hatten tatsächlich im letzten Lockdown, also im ersten Lockdown geöffnet. Und dann habe ich da Stoffe gekauft. Da habe ich wirklich frisch angefangen zu nähen. Und es ist ein Kinderstoff, aber ich finde ihn so putzig. Ja, also. Musste es sein, aber das Nähen war eine Katastrophe. So, was stricke ich? Oh, verkehrt herum. Ich stricke tatsächlich einen knielangen Cardigan von Petit Knit und zwar der No Frills Cardigan. Den werdet ihr sicherlich fast alle kennen. Ein Klassiker, wunderschön. Eine ältere Anleitung, auch eine Kaufanleitung von Petit Knit. Petit Knit ist, glaube ich, eine dänische oder norwegische Designerin, Strickdesignerin. Oh Gott, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber sie macht sehr klassische Teile, alltagstauglich, nichts Aufregendes, aber edel und schön. Und zwar, ich stricke ihn in der größten Größe in XL. Jetzt muss ich doch gerade mal schauen. Und zwar aus zwei Garnen. Tatsächlich wieder aus Mohair. Beziehungsweise doppelt gehalten mit einem Sockengarn. So, jetzt guckt meine Katze ganz irritiert. Die Katze, also eure Hoheit, Kaya, liegt bei mir auf dem Bett. Ich drehe in meinem Schlafzimmer. Und sie liegt hier hinter der Kamera auf dem Bett und guckt ganz irritiert. Was macht die Alte da? Redet mit sich selber und hat sich jetzt gemütlich gemacht. Ja. So weit bin ich schon, also nicht weit. Angefangen habe ich diesen Cardigan vor einem Jahr etwa. Ja, aber er lag auch ewig, muss ich auch dazu sagen. Ich glaube, ihr kennt das alle. Also man fängt was an zu stricken. Oh ja, das und das, so wie mit den Socken. Bloß die beendet man zum Glück schnell.
Und es gibt so viele neue tolle Anleitungen und auch ältere Anleitungen, aber ich habe halt nun mal nur zwei Hände und begrenzt Zeit. Es geht halt leider nicht alles so schnell. Ja, aber ich mache es wirklich so, wenn das Zeug irgendwie jahrelang liegt und ich merke, okay, ich habe keine Freude mehr dran, dann ribbel ich tatsächlich auch. Schweren Herzens, aber ich mache es. Also wie gesagt, ein Raglan-Cardigan, was sieht man das überhaupt richtig? Ja, hier, Raglan-Cardigan. Ärmsen abgeteilt, rollt sich ein bisschen hoch. Glatt rechts runter gestrickt natürlich. Vorne mit einer Nicht-Knopfleiste. Es kommen keine Knöpfe rein. Das ist nur ein Cardigan, den man sich überwirft. Das mag ich am liebsten. Ich mache die Knöpfe eh nicht zu. Deswegen mag ich die ja wirklich am liebsten. Ja, und zwar in einem Senf, gell, wie man sieht. Ich zeige euch noch kurz die Wolle. Ich weiß gar nicht, wie viel davon gekauft habe, jede Menge. Also gestrickt wird es aus dem Originalgarn. Und zwar aus der Föhlkolana Arvetta. Jetzt sticht mich die Nadel in den Bauch. Sorry, wartet, gucken. Jetzt. Frau von Nadel erstochen. Ja, genau, das wäre dann morgen die Zeitungsannonce. Föhlkolana Arvetta Classic heißt diese Wolle. Das erste Mal, dass ich sie verstricke, ein Industriegarn tatsächlich. 80% Superwash Merino und 20% Nylon, eigentlich für Socken zu verwenden. Doppelt gehalten mit der Föhlkolana Tilia, die nicht so weich, es ist schon weich, sie fühlt sich so weich an, aber am Hals wüsste ich nicht, ob ich sie gerne tragen möchte. Als Cardigan gar kein Problem, ich trage da was drunter, aber da bin ich ein bisschen skeptisch. Aber vielleicht gewöhnt man sich tatsächlich an alles, zum Glück. So, da ist der Mohair-Anteil. Ja, genau, 70% Kit-Mohair, 30% Seide. Also eigentlich ganz normal weich. 210 Meter auf 25 Gramm. Und sorry, jetzt habe ich das auch vergessen. Ist ein bisschen jetzt chaotisch. Ich schaue mal kurz, wie viel hat die. Ah, das, ja, die Föhlkolana Arvetta. Das Sockengarn hat 210 Meter auf 50 Gramm. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, 10 Knäuel. Ich weiß nicht, wie viel Knäuel ich gekauft habe. Ich habe es in meiner Strickkiste. Einen Haufen mit diesen Garnen. Und ich habe jetzt erstmal in meiner Tasche, die sehr groß ist, die ersten paar Knäuele aus. So, ja, sag mal, jetzt aber. Ja, und weil dieser Cardigan tatsächlich knielang wird, werde ich da eine Weile dran stricken. Ich habe den jetzt tatsächlich diese Woche mal auf die Seite gelegt. Ich hatte letzte Woche ordentlich dran gestrickt, denn ich habe vor einem Jahr angefangen, so ein Stück gestrickt, wieder aufgemacht. Sorry, Frosch im Hals. Ich habe die Anleitung nicht so richtig verstanden. Mal wieder. Dann habe ich sie mir auch auf Deutsch heruntergeladen und dann lesen wir beides, Englisch und Deutsch, falls ich irgendwas nicht verstehe. Dann habe ich es nochmal gestrickt, dann war ich nur so ein Stück, habe es eine Weile auf die Seite gelegt, was natürlich kam wieder was anderes dazwischen, wie bei uns allen wahrscheinlich. Und jetzt habe ich es tatsächlich in den letzten 2 Wochen oder so, dass dieses Stück, das Stück tatsächlich gestrickt. Vielleicht sollte ich mir auch so einen Progress Keeper hinmachen. Ja, jetzt bin ich gespannt. So ein Cardigan kann man immer tragen, wenn ich jetzt eine kleine Pause einlege. Ich hätte jetzt einfach Lust auf Socken oder auf diese Socken, das Geschenk zu beenden. Und auf dieses Tuch hatte ich unheimlich Lust. Und ich hatte vor allem natürlich Lust, meine selbstgefärbte Wolle anzustricken. Wenn man selber Wolle färbt, möchte man eigentlich alle Wollen, die man gefärbt hat, anstricken. Es ist immer eine Überraschung, wie kommt das Strickbild raus, wie sieht es aus. Manchmal ist der Knäuel nicht so schön oder der Strang nicht, dann ist es verstrickt schön oder andersrum. Ja, ist einfach eine Leidenschaft von mir. So, ich glaube, zum No-Frills-Cardigan gibt es tatsächlich nichts mehr zu sagen. Doch, ich stricke ihn auch auf der Nadelstärke oder mit einer Nadelstärke 4, auch auf Tchaigu-Nadeln. Übrigens, die Socken stricke ich immer auf. Petit. Nein, was sage ich denn da? Nitpicks, Entschuldigung, Nitpicks. Ich glaube, Symphonie heißen die bunten Nadeln, Holznadeln. Ich liebe die, die habe ich schon seit 20 Jahren. 16 Jahren. Damals, als sie frisch rauskam, ich habe mich in die Nadeln verliebt und ich mag sie einfach am allerliebsten. Ja, die Spitzen werden immer rau mit der Zeit und so, weil ich natürlich, weil sie nicht ständig aneinander schaben, aber dann werden die ausgetauscht. Ich habe weiß nicht, wie viele Nadelspiele von denen. Ah, ich stricke übrigens auch auf Nadelspielen.
Ich kann Magic Loop, aber ich mag es nicht. Ja, ist einfach so. Kann ja auch nichts machen. Ist okay für mich. So, jetzt aber. Ich würde tatsächlich noch ein Projekt zeigen. Ich will nicht, dass der Podcast zu lange wird. Oder wisst ihr was? Nee, ich zeige euch das andere Projekt auch, was ich auf den Nadeln habe. Ja, wenn ich Podcast schaue, mag ich auch immer gern viele Inspirationen bekommen, nicht so viel Gelaber. Deswegen versuche ich nicht so viel zu labern. Also, ja, das nächste Projekt. Wieder ein Oberteil. Und diesmal muss ich Werbung machen. Und zwar von Herzen. Und zwar für meine liebe Freundin Verena von Voluminös, die einen Online-Shop hat. Schaut. Mit ihren Projekttaschen auf Etsy. Ich würde es, wenn ich es hinkriege, und das werde ich hinkriegen, ihren Shop tatsächlich verlinken. Ich mache von Herzen Werbung für sie. Sie hat vor einigen Jahren mit ihrem kleinen Unternehmen angefangen und ja, ich will sie auf alle Fälle unterstützen, denn ich liebe ihre Taschen. Ich finde einfach, sie kann Taschen nähen. Sie macht es in Perfektion. Deshalb kaufe ich meine Taschen tatsächlich bei ihr. So. Seit neuestem macht sie die Zugbandtaschen, die ich wirklich super finde. Kein Wolle-Einklemmen mehr in Reißverschlüssen. Die vertreibt sie zwar auch, aber ich mag tatsächlich mittlerweile die am liebsten. Ich muss euch einfach die liebevollen Details zeigen. Meine Nägel sind furchtbar, Entschuldigung. Also ganz tolle Sachen. Also eine Innentasche. Der Innenstoff ist so. Und dann hat sie hier diesen Geisha-Stoff. Sie hat ganz viele verschiedene Taschen auf ihrem Etsy-Shop oder in ihrem Etsy-Shop. Sie hat Needle-Cozies tatsächlich, die ich jetzt gar nicht da habe. Sieht man mal wieder. Ich glaube, die sind auch schon wieder auf meinen Nadeln drauf. Ja, was soll ich sagen? Liebevolle Details mit Henkel. Ich bin einfach begeistert. Ich habe sogar noch mal eine Tasche da. Also ich habe eigentlich nur noch Taschen von ihr. Kauft bei Voluminös. So, das nächste Projekt. Nochmal ein Oberteil, wie ich schon gesagt habe. Wieder mit so einem schlechten Ausdruck. Ich sage ja, mein Drucker mag mich nicht. Und zwar stricke ich diesen So Faded Sweater von Andrea Mauri, also wieder Andrea Mauri. Es ist nicht so, dass es meine Lieblingsdesignerin, das ist jetzt Zufall, ja, ich stricke querbeet. Ich wollte einfach mal faden. Ich wollte es mal einfach ausprobieren. Ich wollte mal einen dünnen Sweater aus Fingering-Stärke stricken. Ich wollte das ausprobieren. Ganz viele haben davon geschwärmt. Die Anleitung scheint auch schon ein bisschen älter zu sein, einige Jahre schon. Aber viele schwärmen davon. Was ich jetzt nicht gemacht habe, was mich abgeschreckt hat bis dahin immer, ist diese, seht ihr, diese körpernahe Form? Will ich nicht. Na, ich bin nicht super schlank, ich bin nicht schlank, ich bin pummelig. Ich möchte das einfach nicht. Ich fühle mich aber auch in engen Sachen nicht wohl. Ich habe allerdings nachgelesen, sie hat es, meine ich, entweder mit Negativ-Ease gestrickt. Sie gibt aber Positiv-Ease an. Ich glaube, ich weiß nicht wie viel, 10 cm, sowas, glaube ich, oder 8. Ja, habe ich gemacht, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, gerade wegen diesen breiten Schultern. Ja, wenn ihr nicht wisst, was Positiv Ease oder Negativ Ease ist, ist tatsächlich die Maße, wie soll ich das erklären, die man zugibt, damit das Wetter so sitzen soll, wie es sitzt. Nee, ich kann einfach nicht erklären. Boah, ich müsste das echt mal googeln. Also echt schwierig. Wie soll ich das jetzt erklären? Also ich tue mir mit sowas immer schwer. Eine Katastrophe. Ja, also es ist in jeder Anleitung, übrigens auch eine Kaufanleitung auf Ravelry, angegeben, wie viel Ease sie angeben. Das heißt, wenn drin steht, Kleidergröße 44, sage ich jetzt mal, also meine Kleidergröße, dann wird noch angegeben, okay, dies ist mit Positiv Ease zu stricken. Also man gibt dann an noch von mir aus diese 10 Zentimeter. Dann muss ich aufpassen, beziehungsweise, nee, das ist jetzt auch blöd erklärt. Ah, passt mal auf, wie soll ich es euch erklären? Genau, man misst einmal den Brustumfang. Ach, wisst ihr was? Ich erkläre es nicht, denn ich kann es nicht erklären. Entschuldigung, aber das wird nichts. Ja. Das haben bestimmt auch schon andere erklärt. Ihr wisst es bestimmt so. Sorry, aber das, ja, hat keinen Wert. Ich weiß, wie es geht, und dann bin ich schon froh drüber.
Bei meinem ersten Pulli wusste ich es nämlich nicht. Ich wusste immer, was es ist. Dann hat es mir zum Glück eine liebe Mitstrickerin von meinem ganz tollen Stricktreffen von den lieben Mädels. Hallo, ihr Lieben, ich hoffe, ihr schaut zu. Ich habe es endlich gewagt und zwar vom Kirchheimer Stricktreffen. Die haben mir das erklärt, wie es funktioniert. So, also das ist mein So Faded. Der wird gefädelt, ich glaube, mit 5 Knäulen tatsächlich mit einem Fingering-Garn. Ich bin bei der dritten Farbe. Ja, genau. Aber gut gefädelt, man sieht die ersten 2 Farben nicht. Ich bin jetzt an der helleren Farbe. Ich habe die Ärmel abgetrennt mal wieder und bin wieder an diesem glatt rechten, langweiligen Teil, von dem ich immer nach einer Weile Pause brauche und was anders anstricken muss. Gestrickt in der Größe 5. Ich glaube, das ist auch eine XL. Also wenn man es mal so umrechnet, müsste es eine XL sein. Ganz wichtig, übrigens Raglan. Ich habe festgestellt, mit breiten Schultern sieht bei mir am besten Raglan aus. Nicht nur, dass es gut aussieht, es sitzt am besten, wenn ich so rundpassend Pullis, wobei das ist auch eine Rundpasse, gell? Stricke, passiert es mir oft, dass die so, ja, dass die hier oben nicht groß genug sind und dann, dass sich so zusammenzieht und nach oben rutscht und ist sehr unangenehm. Bei dem ging es jetzt eigentlich gut, aber ich habe es natürlich auch ein bisschen größer gestrickt. Liegt vielleicht auch am Garn, aber hier ging es. So, ich habe festgestellt, Raglan gehe ich immer auf Nummer sicher aus. Zum Raglan macht Raglan-Stricken unheimlich Spaß. Ist noch eine schöne Raglan-Naht. Und wie man hier schon sieht, die Ärmel oder beziehungsweise die Schulter und das obere Stück des Ärmels sind in kraus rechts gestrickt. Ich bin gespannt, wie es aussieht, denn der Arm selber oder der Ärmel selber wird dann später in glatt rechts gestrickt. Aber ist ein schönes Design-Teil, Design-Feature. Ja, ich habe da, wie soll ich sagen, das Teilchen liegt gerade so ein bisschen, ja, so ein bisschen abseits. Ich stricke da gerade nicht dran. Also, wenn ich Lust habe, stricke ich wieder dran. Momentan eilt es ja nicht. Vielleicht kommen ja noch ein paar Sommerteile dazwischen, wer weiß. Ich werde das Ding wahrscheinlich im Herbst tragen können, frühestens. Ich glaube nicht, dass ich das im Sommer tragen kann. Nee, also mir ist immer zu warm, das glaube ich nicht. Ja, gut, was für Wolle habe ich benutzt, ist vielleicht auch noch wichtig, oder? So, ich zeige euch mal das Fade-Set, das ich bei der Sammelin Dye Works gekauft habe. Ihr kennt sie bestimmt. Zeige ich es jetzt richtig rum? Ja, ihr kennt sie bestimmt. Und zwar die Pure Merino Sock. 400 Meter auf 100 Gramm, 100% Merino Superwash in den Farben, also Bark, oh Gott, ich zeige es euch, Bark Light. Die anderen muss ich jetzt echt raussuchen. Kleinen Moment, ich zeige jetzt vielleicht zuallererst mal die Wollkombination. Ne, so rum, ups. Das ist der Fade. Ich probiere es mal, ob ich es hinkriege. Das ist der Fade tatsächlich. Also braun. Ich habe es ja schon gesagt. Ich liebe braun. Zurzeit kann ich es nicht sehen. Ich bin ganz ehrlich, aber ich bin ja auch in Frühlingsstimmung. Oder Frühjahrsstimmung. So, das waren mal 5 Knäuel. Der erste Knäuel, ich glaube, es waren 5. Ich bin ja nicht mal sicher, aber ich meine ja. Der erste Knäuel war auch Bark. Dann habe ich Bark Light. Das ist Bark Light, das ist Bark, das dunkle Braun. Jetzt ist mir die Wolle runtergefallen, klar. Dann, oh Gott, ich glaube, ich meine, das ist Driftwood. Das ist halt das, wenn man jetzt die Zettel da nicht reinsteckt, ja, die Banderolen. Dann passiert das, dass man es nicht mehr weiß. Es ist typisch für mich. Ja, aber es passt, ich sehe es gerade. Und das ist Pebbles. Ja, ich bin ein bisschen chaotisch, was das anbelangt. Eigentlich bin ich Perfektionist, aber in manchen Dingen in meinem Leben ist es chaotisch. Ist einfach so. Ja, so, ich würde vielleicht noch sagen, eine Zusammensetzung, gell, ist vielleicht auch noch interessant. Na, das habe ich ja schon gesagt. Ach Gott, sorry. Also, ihr wisst Bescheid. Nadelstärke, ich glaube 4, auch wieder 4. Zurzeit alles 4. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Nadelstärke 4, 3,5 und 4 die liebste Nadelstärke von mir ist. Ich mag es einfach am liebsten mit dieser Nadelstärke zu stricken. Nicht zu dünn, nicht zu dick. Genau richtig. Deswegen sind, glaube ich, gerade fast alle Projekte in Nadelstärke 4. Ja, das war der So Faded von Andrea Mauri in der Voluminös-Tasche.
So, und dann habe ich noch ein letztes Projekt. Also ich habe natürlich noch mehr Projekte auf den Nadeln, ja, die aber so, also eigentlich so UFOs, Wips, zwischen, ein Ding zwischen Wips und UFOs, die irgendwo rumliegen und ich immer wieder mal hervorhole und stricke. Ganzen IKEA-Wagen voll habe ich davon, logisch. Ich glaube, das kennt ihr auch. Und aktuell habe ich gestern tatsächlich angeschlagen, sorry, das sind meine Notizen, sonst vergesse ich noch alles. Ich habe gestern tatsächlich, was, sorry, wo ist es denn? Socken angeschlagen, ja. Also ich bin jetzt halt, irgendwie habe ich jetzt halt Bock drauf gehabt. Obwohl ich ja, wie gesagt, Socken stricken hasse. Aber nee, brauche ich gerade. Und zwar, ich habe ein uraltes, also uralt. Wie lange gibt es Pörlenit schon? Ich glaube 3 Jahre. Ich habe, also ich glaube, ich habe die Wolle gekauft vor 2 Jahren. Bei Pörlenit. Meine allererste Pörlenit-Wolle. Ihr kennt sie sicherlich alle. Also sie ist sehr bekannt. Sockenset. Ich habe das damals gesehen. Ich muss das haben. Und zwar das Hedwig Sockenset. Sockenset. Und zwar die Hedwig, die Eule von Harry Potter. Ich bin kein Harry Potter-Fan, muss ich dazu sagen. Also ich finde es ganz schnuckelig, aber ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich habe mal ich hab den Film mal angeschaut und die Filme vereinzelt. Aber ja, ich finde es nett, wenn jemand das gerne mag, aber ich. Ist okay, aber die Eule ist wunderschön, wunderschön, wenn ihr sie kennt. Eine ich würde sagen Schneeeule. Wunderschönes weißes Federkleid mit diesen schwarzen Speckles-Punkten. Und die Anike von Perlenit hat es tatsächlich nachgefärbt. Und zwar hat sie gefärbt für den Schaft und für den Fuß. Sagt man das so? Ja, egal. In diesem wunderschönen Weiß und ein Mini, ein Sockenmini für das Bündchen, Wortfindungsstörungen, das Bündchen, die Ferse und für die Spitze. In diesem wunderschönen, ja, in den Augen, der Augenfarbe dieser Hedwig, dieser Eule. Ich muss es haben. Ich habe das gesehen und ich habe auch, ja, das muss ich haben. Also wunderschön und ich habe das, diesen Schatz, tatsächlich bis jetzt in meinen Kisten. Ich habe so IKEA-Kisten, die unter dem Bett gelagert werden, weil ich einfach keinen Platz habe. Habe es jetzt jahrelang gelagert und jetzt hatte ich gesagt, jetzt habe ich gesagt, jetzt hole ich sie raus und gestern gewickelt und angefangen. So, aber, großes Aber. Also ich habe, wie gesagt, Schuhgröße 43, 44. Ich habe es auch gestern tatsächlich bei Instagram gepostet. Was soll ich sagen? Also 64 Maschen. Habe ich angeschlagen. Ich habe ein, das habe ich vorhin auch nicht gesagt, seit neuestem mache ich am liebsten gerne die Bündchen mit einem Rechts-Links-Muster und zwar rechts verschränkt und links gestrickt. Ja, bei diesen zweifarbigen Socken mache ich gerne ein kürzeres Bündchen. Früher habe ich die Bündchen tatsächlich immer so lange gemacht, das ja ganz früher. Und dann die Ferse in diesen, auch in dieser anderen Farbe. Ein Stückchen glatt rechts runter gestrickt, also es kommt super raus, sieht wunderschön aus, die Wolle. Und die ist butterweich, die ist übrigens, muss ich auch noch dazu sagen, ich sag's euch nachher, wie die Zusammensetzung der Wolle ist. So, jetzt habe ich ein Problem. Die Anike hat es, glaube ich, schon mal beantwortet. Erreicht denn dieses kleine 20 Gramm Sockenmini, erreicht das tatsächlich für das Bündchen? Für die Ferse und für die Spitze für 2 Socken und dann meine Schuhgröße. Also wie gesagt, 64 Maschen, aber ich halte es ja immer ran und Schuhgröße 44. Ich bezweifle das. Ich traue mich nicht. Ich weiß es nicht. Es ist jetzt so wenig übrig und ich bin mit der Socke nur mit der Ferse nur halb fertig und es kommt noch die Spitze. Ich habe echt ein bisschen Angst. Jetzt hat es geklopft, aber nicht bei mir. Dann habe ich, ich hatte keinen Bock, die Fishlips Kiss Heel zu stricken, tatsächlich. Denn wenn man zweifarbig strickt, also die Ferse in einer anderen Farbe absetzt, dann eignet sich am allerbesten die Fishlips Kiss Heel. Es ist eine Kaufanleitung, ich glaube, die kosten $1 oder so. Umfasst 30 Seiten, also 1000 Seiten gefühlt. Und ich habe ja schon gesagt, die Bumerangferse kann ich auswendig. Die habe ich damals gelernt, als ich Socken stricken gelernt habe. Und die, ja, da muss ich nicht nachdenken. Und da habe ich gestern angefangen, habe gedacht, nee, also jetzt muss ich wieder die Anleitung von dieser Fishlips Kiss Heel rausholen und wieder, ich stricke sie dann das dritte Mal, wieder rausholen, wieder durchlesen. Ich kann mir das nicht merken. Ich bin halt so blöd dazu. Es ist wirklich so.
Und ich hatte keine Lust und dachte, ja komm, jetzt mach schon mal, gell, die Bumerangferse und dann wird es schon passen und dann muss ich halt gucken. Und ja, ich hatte einfach keine Lust, vom Sofa aufzustehen und mir die Mühe zu machen. Und ja, was soll ich sagen, es hat natürlich nicht funktioniert. Ja, man sieht's. Ich komme jetzt zu diesen Zwischenrunden bei der Bumerangferse und die will ich jetzt natürlich nicht in grün machen. Das sieht doof aus, wenn hier ein Streifen grün ist. Also, was habe ich gesagt? Und vor allem, weil ich wirklich Sorge habe, dass das nicht mehr reicht. Ich wiege sowas natürlich auch nicht ab. Habe ich gedacht, okay, entweder du machst die Bumerangferse, dann machst du das auf und dann stricke ich das tatsächlich in dieser Farbe, aber das sieht doof aus. Oder aber ich muss heute Abend die Anleitung der Fischlips Kiss Heel rausholen und tatsächlich dann eben diese stricken und dann müsste aber theoretisch auch reichen, weil die Fischlips Kiss Heel, ich behaupte mal, die braucht weniger Wolle, ich weiß es nicht. Keine Ahnung und dann wird es schon passen, hoffentlich. Dann sollte ich vielleicht einfach mal wiegen, wenn ich die eine Socke fertig habe. Ja gut, nur, ja. Ja, also ich tue mit sowas unheimlich schwer, wenn ich das abschätzen muss, ob das reicht oder nicht. Jetzt sind wir schon bei 50 Minuten, sehe ich gerade. Oh, sorry. Also wie gesagt, soweit bin ich gekommen. Ich werde es wieder auftrennen, werde die Fischlips Kiss Heel stricken. Übrigens, ich stricke, ihr seht es jetzt natürlich, mit den Nadeln von Knitpro. Ich glaube, das sind die Symphonienadeln tatsächlich in diesen wunderschönen Farben. Ihr seht es ein bisschen besser jetzt. Und in der Nadelstärke 2,75. Ich war früher immer ein sehr fester Stricker, Strickerin. Jetzt bei dieser 1000 schönen Wolle hat es auch gepasst. Mit diesen Wollen merke ich, ich weiß es nicht, aber können passen noch. Aber ich habe gedacht, hat sich mein Strickverhalten geändert. Vielleicht sollte ich doch eine 2,5er Nadel kaufen. Jetzt habe ich natürlich, was, eine 20 Paar von diesen Knitrosen, 2,75. Mal schauen. Also ich bin gespannt. Das ist wirklich mein erstes Pärchen Vanilla-Socks, also normale Socken ohne Muster. Ich habe früher nur Muster gestrickt. Und ich bin gespannt, wie die Passform ist. Habe ich nämlich noch nicht. Ich besitze noch keine ganz normalen Socken mit diesen abgesetzten Fersen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ach so, nee, stimmt, Moment, ich habe das Wichtigste vergessen. So, einmal, das ist nämlich, also die weiße Sockenwolle ist eine Bambussock, 80% Merino, 20% Bambus, 100 Gramm, nee, Entschuldigung, 400 Meter auf 100 Gramm, genau, von der lieben Anike von Pearl and Knit. Und das kleine Knäuelchen ist, ihr seht es, verzwirnt, stärker verzwirnt, meine Fingernägel, sorry. Desinfektionsmittel, ja, Erzieherin, ihr wisst, ständig desinfizieren, die Hände sehen aus, dann kann man nur so viel cremen, wie viel man will, bringt nichts. Ist eine Two-Ply, erst damals hatte sie noch die Two-Ply und sie hatte damals noch den Wollhersteller Chester Wool aus Großbritannien, hat sie aber nicht mehr, hat sie mir letztens mitgeteilt. Ich habe sie gefragt, weil es ja ganz arge Lieferschwierigkeiten gibt seit dem Brexit tatsächlich. So, eine Two-Ply, 75 Merino, 25% Polyamid. 80 Meter auf 20 Gramm. Ich mag die stark verzwirnten Wollen tatsächlich nicht so gern. Die sehen wunderschön gefärbt aus, die haben so einen Glanz ganz leicht, aber ich mag es verstrickt nicht. Ich weiß nicht, ich mag es nicht. Es ist nicht glatt genug. Ich bin da ein bisschen so ein Monk, was das anbelangt. Aber wunderschöne Farbe. So, dann war es das. Dann muss ich euch aber trotzdem noch ganz schnell, es muss sein, ihr müsst da durch. Die Tasche von der Verena zeigen. Einfach, ich finde sie auch gigantisch. Schaut mal, das ist eine kleine Sockentasche mit Katzen drauf. Ich liebe Katzen, ja. Übrigens auch hier. Eine kleine Katze. Muss sein. Damals noch mit ihrem alten Leben. Die Tasche ist schon älter. Voluminös auf Etsy. Wunderschön, tolles Canvas. Wieder mit Innentasche. Wieder ganz liebevoll mit einem. Ihr seht es vielleicht hier mit einem Zierstich. Perfekt. Die steht von alleine. Die ist perfekt. Ich habe leider nicht viele Sockentaschen von ihr. Ich stricke ja nicht gerne Socken. Wie ich schon gesagt habe. So, dann war das das. Dann würde ich noch. Ja, dann war es das eigentlich mit dem hier, was ich auf den Nadeln habe. Was möchte ich gern stricken? Gut, das habe ich gesagt im Endeffekt. Ich bin ja gerade dabei. Ich werde sicherlich auch beim nächsten Mal angeben, was ich, wenn ich wieder mal Ideen habe, was ich vielleicht noch stricken möchte. Ja, das kann ich vielleicht noch sagen. Ich würde nämlich gern von Petite Knit den So, nein, von Petite Knit, wie heißt er? No Frills, No Frills Sweater. Also nicht den Cardigan, den ich ja schon stricke, sondern ich würde gern irgendwann im Herbst tatsächlich den No Frills Sweater stricken.
Mal schauen, wenn ich es hinkriege mit Einblenden und so. Ich denke eher nicht, aber würde ich es einblenden? Das ist so, was ich so momentan im Hinterkopf habe, was ich machen möchte. Aber ich habe so viel im Hinterkopf. Und wie gesagt, Sommer, Frühlingsgarne kommen ja auch noch, beziehungsweise Strickanleitungen. Ja, wer weiß, was da noch alles dazwischen kommt. So, dann kommen wir zur letzten Kategorie, zu einer ganz neuen Kategorie, beziehungsweise ich glaube, ich habe die noch nirgends gesehen. Ich habe mir tatsächlich gedacht, als ich gesagt habe, ich möchte einen Podcast machen, habe ich mir gedacht, also ich will schon seit 2 Jahren einen Podcast machen tatsächlich. Ich habe mich aber nie getraut, mich vor die Kamera zu setzen. Und dann ist auch immer die Frage, ja, wie schon wieder ein Podcast und warum machst du einen Podcast? Ja, weil ich der Meinung bin, es gibt zu wenige Strick-Podcasts tatsächlich. Ich liebe Strick-Podcasts gucken. Ich mache das, wenn ich während ich stricke, im Fernsehen kommt sowieso nichts Gescheites, sage ich jetzt mal. Und ich möchte mich einfach gern ständig mit meinem Hobby umgehen, mit meinem allerliebsten Hobby. Und ich habe bis auf meine 2 Strickfreundinnen und aus der Strickgruppe, in der Kirchheimer Strickgruppe, habe ich niemanden, mit dem ich mich über Stricken unterhalten kann. Ich bezeichne mich immer als Hardcore-Stricker. Tatsächlich, wenn jemand fragt, es gibt ja viele, die stricken, aber die stricken halt ein bisschen Socken und das war's. Ja, und deswegen dachte ich, nee, es muss nochmal ein Podcast her, tatsächlich muss sein. Ja, so viel wie möglich. Deswegen traut euch. Wer Bock hat, macht es einfach. Es kann nichts passieren, es kann nicht schief gehen, macht es einfach. Und irgendwann mal kann man es auch ertragen, sich selber reden zu hören. So, genau, jetzt ist die Frage. Ich habe den letzten Punkt, wo ich euch gerne mitnehmen möchte. Ich habe nämlich jetzt endgültig beschlossen, ich werde Handfärberin. Ich werde einen Wolle-Shop, einen Shop für handgefärbte Wolle eröffnen. So, genau, das möchte ich schon seit 2 Jahren, sogar schon ein bisschen länger. Vor 2 Jahren war ich mal kurz davor, das zu tun. Ich habe aber meinen Job gewechselt und hatte neue Herausforderungen, habe es deswegen verschoben. Jetzt mitten in der Pandemie habe ich gesagt, okay, jetzt Schluss, ich mache es jetzt einfach. Ich habe natürlich Ängste gehabt, beziehungsweise ich habe Ängste, ich habe Bedenken. Ich kenne mich nicht aus mit steuerlichen Dingen. Ich habe noch nie einen Job gehabt. Ja, also ich glaube, so geht es vielen, die ein Kleingewerbe anmelden oder ein Gewerbe anmelden, dass sie erstmal gar nicht wissen, wie das funktioniert. Und ich dachte, vielleicht gibt es doch welche unter euch, die es einfach interessiert. Meine Strickfreundinnen haben gesagt, es würde sie interessieren. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich nehme es mit auf. Ich würde euch einfach mitnehmen, denn es ist echt aufregend. Also es gibt wirklich viel zu tun. Ist es nicht nur positiv aufregend, auch negativ. Also ich habe natürlich auch immer wieder Zweifel und denke mir, soll ich es nicht doch nicht lieber lassen? Ja. Also ich lasse es nicht und dachte mir, ich nehme euch mit. Das sage ich jetzt auch schon zum 4. Mal. So, also. Ja, ich färbe seit, boah, angefangen zu färben habe ich das allererste Mal tatsächlich schon vor 16 Jahren. Und zwar mit Eschwartfarben, ganz klassisch. Mikrowelle habe ich aber keine. Deswegen habe ich es wieder bleiben lassen. Ich fand es auch blöd. Mir haben die Farben nicht gefallen. Ja, immer war das irgendwie alles, ich weiß nicht. Nee, ich habe es gelassen. Dann habe ich vor 2 Jahren tatsächlich, ich glaube, ich bin durch die Annike von Perlenit aufmerksam geworden, die Dharma-Farben entdeckt und die Webetante und gesehen, was für ein Farbspektrum diese Farben haben, beziehungsweise diese Firma hat. Und ich habe mir ein paar Farben gekauft. Mittlerweile habe ich eine ganze Kiste voll. Das macht süchtig. Ich weiß nicht, wie viele Farben es gibt, wie viele tausend Farben es gibt. Und habe dann wieder angefangen zu färben und habe mir natürlich Videos angeschaut und Anleitungen angeschaut. Und das war einfach genial. Und ich habe gesagt, nee, das ist so toll. Momentan ist es ja so, dass die liebe Anike ihr Die for Die, also ihre Videos, ihre Die for Die Videos immer wieder am Freitag, also heute, ich freue mich schon, veröffentlicht und einen auch mitnimmt zum Färben, Anleitungen gibt. Wie färbt man selbstringelnde Wolle? Ja, keine Ahnung, im Kochtopf, in der Mikrowelle und so weiter. Und das ist auch hochinteressant natürlich. Und ich merke einfach, ja, ich will das einfach auch. Ich will es jetzt einfach anfangen. Ich möchte meinen Shop eröffnen. Ja. So, was habe ich gemacht? Ich bin ja, wie gesagt, Erzieherin. Ich bin bei der Stadt beschäftigt. Entschuldigung, ich bin bei der Stadt beschäftigt. Ich habe als allererstes mal meinen Arbeitgeber darüber informiert, dass ich eine Nebenbeschäftigung ausüben möchte. Sagt man das so richtig? Ist das richtig?
Beziehungsweise ich habe gedacht, ich muss da um Erlaubnis fragen. Ich habe dann die Rückmeldung bekommen. Das habe ich übrigens vor 2 Wochen gemacht. Habe dann die Rückmeldung bekommen, dass es somit angemeldet oder somit angezeigt ist und dass natürlich die Selbstständigkeit oder der Nebenjob nicht meinen Hauptjob beeinflussen darf. Aber ich arbeite wirklich wenige Stunden am Tag. Ich arbeite nur 40%. Ich mache zwar auch eine Ferienbetreuung, die dann ein bisschen länger geht, aber alles kein Thema. Und ja. Deswegen sollte das überhaupt kein Problem sein, hoffentlich. Ja, das habe ich gemacht. Ich habe das erhalten vor ein paar Tagen. Also da bin ich schon mal safe tatsächlich. So, dann habe ich mich hingesetzt und habe, was habe ich gemacht? Ich habe mehrere Dinge gleichzeitig gemacht. Also als allererstes, das muss ich euch einfach zeigen, falls diejenigen, die wirklich sagen, ich möchte das auch machen, ich traue mich aber nicht. Ich habe noch nie in einem Büro gearbeitet. Ich bin Erzieherin, ich bin ein kreativer Kopf. Alles, was mit Buchhaltung zu tun hat, ist für mich völlig fremd und neu. Also habe ich mir ein Buch gekauft. Und zwar damals noch von der Plattform Davanda, der Vorgänger von Etsy oder beziehungsweise, naja, die gab es, glaube ich, vor Etsy, neben Etsy. Die haben leider aufgehört. Also die gleiche Plattform wie Etsy, die handgefertigte Dinge verkaufen. Nee, ein Shopbetreiber, der eine Plattform, die Frauen oder Männern die Möglichkeit geben, mit ihren handgemachten Dingen Geld zu verdienen. Zu verkaufen. Genau, das Buch ist uralt, es gibt es nur noch gebraucht. Ich habe es mir gekauft, denn Rechtsgrundlagen für Kreative. Das heißt, da steht echt alles drin. Was brauche ich, wenn ich mich mit einem Kleinstgewerbe oder einem Kleingewerbe selbstständig machen möchte? Also für mich war das einfach mit einer riesengroßen Angst besetzt. Ja, aber eigentlich ist kein Risiko dabei. Wenn man es mal ganz genau nimmt, gibt es kein großes Risiko. Denn ein Online-Shop ist nicht so risikoreich wie das ist halt nur das englische Wort, ein Local Yarn Shop, also wie ein stationäres Geschäft, wo ich Möbel kaufen muss, wo ich Rieseninvestitionen habe, wo ich Kredite aufnehmen muss. Das ist bei einem Online-Shop tatsächlich nicht der Fall. Kommt drauf an, was man natürlich macht. Immer wieder haben wir natürlich auch Bekannte gesagt, mach's einfach, du kannst nichts verlieren. Ja, wenn ich dann mal im Sterbebett liege und mich frage, Mensch, warum hast du es nicht gemacht? Hättest doch einfach mal gewagt, ja, was kann nicht viel schief gehen? Und dann würde ich mich wahrscheinlich ärgern, weil ich es eben nicht gewagt habe, weil ich nicht den Mut dazu hatte. Und ich habe das jetzt so mitgetan, bin mittendrin und habe mir natürlich dann alles zusammengetragen, was ich tun muss. Ich muss immer wieder reinschauen. Wie gesagt, dem Arbeitgeber Bescheid geben, das habe ich gemacht. Dann habe ich nach einem Wollhändler gesucht. Das muss man natürlich auch machen. Also bei wem beziehe ich meine Wolle? Was möchte ich für eine Wolle überhaupt färben, verkaufen? Da ich so ein Mimöschen bin, muss es eine sehr hochwertige Wolle sein. Also, nein, das ist das falsche Wort. Es muss eine sehr weiche Wolle sein. Ja, da bin ich dann ganz schnell bei den Briten hängen geblieben, bei den britischen Wollhändlern tatsächlich, obwohl ja, Brexit, oh Gott, Alarm, Alarm. Ich hatte mich damals vor 2 Jahren tatsächlich auch dafür entschieden, wie ganz viele Handfärber bei Chester Wool meine Wolle zu beziehen. Aber das kommt jetzt für mich nicht mehr in Frage. Ich habe, wie gesagt, auch die Anike gefragt, geil, du hast schon also irgendwas stimmt doch nicht. Also ich habe gemerkt, ihre Qualität ist anders. Und ich habe sie dann gefragt, sag mal, du bist nicht mehr bei Chester Wool. Nein, es gibt nur Probleme. Und ich glaube auch, es will jetzt nicht behaupten, also die Heike von Mondlichtgarne, Entschuldigung, Mondlichtgarne, der Podcast. Also Heike Lollockwey spricht man es, glaube ich, aus. Heike, sorry, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Also ein ganz toller Podcast. Hat letztens, ich habe ihn nicht angeguckt, ich habe es aber gehört, dass sie darüber berichtet hat, dass sie tatsächlich ewig auf ihre Wolle wartet seit Februar. Ich weiß nicht, ob sie bei Chester Wool bezieht oder bei einer anderen englischen Firma. Ich weiß es nicht. Aber ich habe dann gesagt, okay, Chester Wool wird es nicht, obwohl Chester Wool eine riesengroße Range oder riesengroße Wollauswahl hat. Alle möglichen Qualitäten, Mohair und so weiter. Dann habe ich geschaut und habe tatsächlich noch eine andere Firma gefunden. Ich habe auch Pröbchen bestellt. Die Firma nennt sich Rooster Yarns. Ebenfalls in Großbritannien ansässig. Übrigens mit einer Ansprechpartnerin in Berlin, die Deutsch kann. Mein Englisch ist auch nicht das Beste. Und ich habe sie angeschrieben. Wie sieht es aus mit dem Zoll? Ja, Rooster Yarns, also man sieht hier, das ist eine DK-Wolle.
Man kriegt so Minis zugeschickt. Butterweich übrigens, tolle Qualität. Ich kann nichts dagegen sagen. Ist super. Ich tue es mal wieder weg. Ich weiß, es knistert. Ist nicht so toll. Ich habe sie angeschrieben, wie es mit dem Zoll ist. Und ja, sie hat mir mitgeteilt, dass Roosterjahns tatsächlich, es durften eigentlich keine Zollgebühren erhoben werden. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass sie vielleicht mit Deutschland vernetzt sind, also beziehungsweise, dass sie in Deutschland auch eine Firma haben. Ich bin mir aber nicht, einen Firmensitz, ich bin mir nicht sicher, so genau hat sie es mir nicht erklärt, aber das war meine Erklärung, die ich hatte. Und dann hat sie noch gemeint, ich müsste eine gewisse Nummer, die ich mir jetzt natürlich nicht aufgeschrieben habe, beantragen beim Zoll. EORI-Nummer. EORI, oh Gott, Leute. Ja, das habe ich mir jetzt natürlich nicht notiert. Also eine gewisse Nummer, die man beantragen müsste, dann würde es schneller durch den Zoll gehen. Gut, okay. Bei den Engländern ist es so, oder wahrscheinlich bei den meisten großen Wollfirmen ist es so, dass man mindestens 5 Kilogramm kaufen muss beim ersten Mal. Man kann, ich glaube, Mindestmenge pro Qualität ist 1 Kilo. Also man kann verschiedene Qualitäten bei den 5 Kilogramm kaufen. Aber jeweils 1 Kilo, genau. So ein Päckchen halt. So, ich habe mich dann zumindest für das Roosterjahr entschieden. Allerdings habe ich jetzt, weil ich jetzt der nächste Punkt, ich habe mich auch natürlich für die Webetante entschieden als mein Farblieferant, also Dharma. Dharma ist eine amerikanische Firma, soweit ich weiß. Und bei der Webetante, ich glaube, das sind die einzigen, die das nach Deutschland importieren. Ein sehr nettes Ehepaar, ganz liebe Leute, den folge ich auch schon ewig auf Instagram. Selbstverständlich kaufe ich da ein. Ich habe tatsächlich nachgefragt, weil ich kalkulieren musste, wie viel darf die Wolle kosten, beziehungsweise was habe ich für Kosten, und habe dann nachgefragt, okay, habt ihr Großhandelspreise? Nein, tatsächlich nicht. Das finde ich aber echt fair, also weil die Farben sind nicht teuer. Also man braucht nicht viel, und aber ich habe vorsichtshalber nachgefragt, nicht, dass ich die Wolle, nicht, dass ich da falsch kalkuliere. Und dann habe ich so eine liebe E-Mail bekommen von dem Frank, also dem Mann, der männliche Anteil, männliche Part von der Webetante. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Ich habe eh so ein schlechtes Namensgedächtnis. Und er meinte, wenn ich Fragen irgendwie zum Garn habe oder zu Garnen, könnte man telefonieren, und er könnte mir sicherlich weiterhelfen. Gut, ich habe ihm jetzt eine E-Mail geschrieben, aber ich sollte ihn vielleicht noch anrufen. Vielleicht hat er ja noch Garnlieferanten, die ich nicht kenne. Keine Ahnung, das muss ich noch machen. Aber ansonsten sollte alles schief gehen oder alles so bleiben, bleibe ich bei Roosterjahren und bin gespannt, wie lange die Wolle braucht von England nach Deutschland. Das weiß ich natürlich nicht, das schreiben sie natürlich nirgends. Ja. So, dann wie gesagt, also Wollhändler suchen, die Farben von der Webetante, dann muss man kalkulieren. Das heißt, ich habe in der Kalkulation, also ich habe mir wirklich aufgeschrieben, okay, beim Färben notiert, wie viel Wasser brauche ich? Wie viel Farbpulver brauche ich? Wie viel Strom brauche ich? Dann die Handschuhe, die hatte ich ganz vergessen. Einmal Handschuhe oder Putzhandschuhe, keine Ahnung. Einmal Handschuhe hat man mehr Gefühl. Dann habe ich die Maske ganz vergessen. Ich habe mir eine Gasmaske, nein, also eine richtige Atemschutzmaske gekauft, aber schon vor 2 Jahren, weil ich wollte einfach was Gescheites haben. Die Filter müssen regelmäßig ausgetauscht werden. Dann natürlich habe ich auch Anschaffungen, denn ich brauche 2 Herdplatten. Ich habe bisher auf meinem Herd, auf meinem Induktionsherd gefärbt. Und ja, das ist irgendwie doof. Also ich brauche da 2 Herdplatten. Solange ich noch in meiner Küche färbe, irgendwann demnächst wollen wir uns eine neue Küche kaufen, wenn bei IKEA wieder alles normal läuft. Dann werde ich meine alte IKEA-Küche tatsächlich in meinen Carport, in meine Garage stellen und werde dort färben. Und so lange färbe ich aber jetzt bei mir in meiner Küche und muss halt alles abdecken. Das ist ein bisschen lästig, aber es ist okay. Ja, was brauche ich noch, wenn ich kalkuliere? Ja, die Arbeitszeit, wobei die kommt immer am Schluss, weil man macht es ja gern natürlich. Und war eine Riesenangst da, was kommt da, muss ich nachher 100 Euro für einen, müsste ich theoretisch 100 Euro für einen Strang Wolle verlangen, ja. Weil wenn man handgestrickte Dinge verkauft, lohnt sich es in der Regel nicht. Und die Angst war schon da, ja, es ist womöglich ein Minusgeschäft oder es lohnt sich gar nicht und es ist nur Liebhaberei. Ich kann schon mal sagen, es scheint nicht so zu sein, aber man unterschätzt tatsächlich die einzelnen Posten, die man hat. Also ich brauche ja einen Shop. Ich habe mich für Etsy entschieden tatsächlich. Etsy ist ja diese Verkaufsplattform, ähnlich wie damals Davanda.
Ich brauche keinen eigenen Webshop, denn ein eigener Webshop ist teuer. Also ich müsste tatsächlich, ich weiß, ich habe einen gesehen, Shopify hieß der, glaube ich. Ich glaube, da ist man bei 40 Euro monatlich, die man bezahlen muss. Ich weiß nicht, was noch alles dazu kommt, keine Ahnung. Das ist an sich gar nicht schlecht, wenn man viel verkauft und man wirklich viel Erfolg hat, wie zum Beispiel Perlenit oder Quickstrick und wie sie alle heißen. Aber für mich als Anfänger, der überhaupt nicht bekannt ist, der keine Follower hat auf Instagram, ich habe glaube 290 Follower und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, ist es schwierig. Also bezahle ich bei Etsy tatsächlich pro eingestellten Artikel, pro verkauften Artikel, ich glaube 20 US-Cent, US-Dollar, 0,20 US-Dollar so rum. Also so steht es drin. Ja, viele gehen von Etsy wieder weg, gerade wenn sie viel Erfolg haben, wenn sie einfach mehr verkaufen, weil einfach die Kosten dann sehr steigen. Aber man erhält tatsächlich auch viele Hilfen. Wie mache ich mich selbstständig? Steht da auch alles drin auf der Website. Was sind die Vorteile, die Nachteile? Und da unterstützt Etsy tatsächlich sehr gut. Ja, aber diese Kosten muss man natürlich auch mit einkalkulieren, selbstverständlich. Dann jetzt muss ich gerade überlegen, was noch? Also nicht nur die Gerätschaften, wobei das einen Faktor gibt, den man mit einberechnet. Ja, ach so, natürlich, das Wichtigste, das Schönste am ganzen Vorbereiten vom Shop ist doch tatsächlich das Label erstellen. Ja, sorry. Ja, ich muss gucken, was sind meine Druckereikosten. Oh, jetzt wird wahrscheinlich die Annike sagen, oh Mensch, Alexandra, wieso fängst du gleich an und lässt deine Labels drucken? Druckst dir doch am Computer aus, beziehungsweise am Drucker. Ja, ihr habt meine Druckerauszüge gesehen. Das ist der eine Grund und es wird einfach nicht so schön. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich lasse es. Ich frage Druckereien an. Direkt hier, zwei Häuser weiter, ist tatsächlich eine Druckerei. Da müsste ich mal anfragen, was die so verlangen. Ansonsten gibt es online immer Angebote und es hält sich vom Kostenfaktor eigentlich in Grenzen. Kommt aber super gut raus. Jetzt hat mein Mann natürlich bei der Arbeit einen Handlaserdrucker, einen Farblaserdrucker. Und hat einfach mal, um zu schauen, wie unser Label oder ja, mein Label herauskommt. Er hat mir geholfen beim Zeichnen, am PC zeichnen, erstellen. Ich stehe mit dem Computer auf Kriegsfuß. Ich kann die ganzen Grunddinge, ich kann auch Excel, naja, bedienen, wenn ich mir eingearbeitet habe. Kein Thema, Word, kein Thema, aber zeichnen am PC, beziehungsweise damit, nee, also, ja, also, nee, sorry. Und da bin ich froh, mein Mann kennt sich damit ganz gut aus. Ja. Er hat es ausgedruckt, damit wir sehen, wie das rauskommt. Und tatsächlich haben wir unser Label, also mein Mann und meins, also mein Label eigentlich erstellt. Ich hatte Ansprüche, ich habe gesagt, okay, ich möchte gerne, also Woolen Forest bleibt bestehen natürlich. Ich hatte mir diesen Namen damals vor 2 Jahren ausgesucht, weil ich ja die Absicht hatte, tatsächlich einen Handfärbeshop zu öffnen. Und das Naheliegendste war Wool and Forest. Ich wohne wirklich mitten im Wald, wirklich. Also um mich herum ist der Wald und wir haben Rehe im Garten, wir haben keine Zäune und wir haben Waschbären, wir haben alle möglichen Tiere. Und es passt einfach. Ich liebe den Wald, der Wald ist sehr erholsam. Ja, deswegen kam das für mich einfach nur dieses Label in Frage, auch nur dieser Name. Ja, was habe ich gesagt? Okay, ich möchte Bäume. Und das ist das Label. Also ich habe es jetzt umgeknickt, weil das jetzt einfach mal nur so. Also so soll es aussehen. Ganz zarte Bäume und ganz pur das Label Wool and Forest, handgefärbte Garne. Das war's. Mehr nicht. Kein Schnickschnack, genau das, so wie es mir eigentlich gefällt. Ja. In diesem schönen Blau-Grün, ich weiß nicht, ich stehe einfach auf diese Farbe Sage, wird man wahrscheinlich sagen. Ja, also ich bin ganz zufrieden, hat uns mein Mann ausgesucht, der hat die Bäume gesehen, hat die sind wunderschön. Und ja, ich habe gesagt, die nehmen wir, ich war begeistert. Einfach toll. So, dann habe ich noch, das ist aber nur ein Teil, ein Vorentwurf. Eine Pflegeanleitung, also jede Wollfärberin, ja, jede Handfärberin hat natürlich eine Pflegeanleitung in dem Paket drin. Wie färbe ich die Wolle? Wie wasche ich die Wolle, oder wie wasche ich mein Strickstück? Auch das, wir haben dieses Design dazu gewählt, auch passen die Farben wunderschön. Ich liebe diese Farben.
Ist natürlich noch nicht fertig, soll auch im Postkartenformat sein. Ich muss es erst natürlich ja, erstmal abklären, was kostet es, beziehungsweise das habe ich schon gemacht. Dann habe ich natürlich, ich lege es mal kurz auf die Seite, einen Aufkleber habe ich für, ja, wenn ich die Wolle in einem Karton verpacke. Also ich werde keine Plastikverpackungen nehmen, einfach der Umwelt zuliebe, ganz klar. Dann möchte ich natürlich die Wolle nicht einfach so reinlegen. Ich würde sie gerne in Seidenpapier einschlagen und da würde ich dann gerne mit einem runden Aufkleber das Seidenpapier verkleben, zerkleben. Ja, sorry, einfach zukleben. Es soll schön aussehen. Das kommt dazu. Dann dieses Postkartenformat mit der Pflegeanleitung. Ja, und diese Dinge muss ich dann im Endeffekt bei einer Druckerei einen Auftrag geben. Vielleicht erstmal einen kleinen Auftrag, um zu sehen. Wie kommt es raus? Und vor allem natürlich auch, wer weiß, wie viel ich verkaufe. Vielleicht verkaufe ich nichts. Und dann bleibe ich drauf sitzen. Aber, oh Glück, yay! Die Wolle wird nicht schlecht. Und wenn es keiner kauft, dann kann ich sie verstricken. So. Okay, der nächste Schritt nach dem Kalkulieren ist tatsächlich die Gewerbeanmeldung. Das habe ich noch nicht gemacht. Deswegen beende ich das jetzt hier. Ich habe nur kalkuliert. Ich werde heute, wenn ich das Video jetzt fertig habe, mich tatsächlich an das Videoschnittprogramm setzen und ein Intro zusammenstellen, aussuchen. Da bin ich schon wirklich wahrscheinlich schon sehr überfordert. Das werde ich versuchen. Das wird heute wahrscheinlich den ganzen Tag dauern. Vielleicht muss ich tatsächlich schneiden oder Einblendungen machen. Das ist das, was heute die Aufgabe ist. Ich habe heute tatsächlich frei. Wir haben Notbetreuung, das muss ich dazu sagen. Deswegen habe ich Zeit, diesen Podcast zu drehen zum dritten Mal. Und dann geht es tatsächlich daran, dass ich morgen oder übermorgen oder Montag die Gewerbeanmeldung ausfüllen werde. Runterladen, ausdrucken, muss ich mal schauen, was in meinem Landkreis so angesagt ist, was man machen darf, ob man vorbeikommen muss. Ja, das ist der nächste Schritt. Und wenn euch das jetzt natürlich interessiert, ich habe es deswegen auch tatsächlich an letzter Stelle gemacht mit der Erstellung des Shops. Beziehungsweise, wenn es euch nicht interessiert, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Wenn wirklich hier ganz viele sagen, oh, du, das interessiert uns eigentlich überhaupt nicht, dann lasse ich es. Gar kein Problem, dann mache ich es natürlich für mich. Ich dachte, das könnte vielleicht jemanden interessieren, aber wie gesagt, wenn die Mehrheit sagt, das interessiert mich nicht, ich will nur gestrickte Teile sehen, alles gut, kann ich akzeptieren. Genau. Und ansonsten würde ich es beim nächsten Mal erzählen, wie es weitergeht. Was ich als nächstes gemacht habe und ich hoffe, euch interessiert es. Ich hoffe, euch hat es gefallen, bei mir zu Gast zu sein in dem Strick-Podcast, im Post-Podcast, Entschuldigung. Ich habe jetzt gerade wieder einen Blick auf meine Katze gerichtet, die liegt da hinten, ist total entspannt. Also ich beneide diese Katze immer. Ich denke immer, mein Gott, Katze wird man sein. Die Pandemie einfach verschlafen. Ja, okay, also. Ich möchte mich von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Ich hoffe, es gibt ein nächstes Mal. Ich würde mich freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, ob ihr mehr sehen wollt. Ja, und ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht. Und ganz wichtig, man muss es leider sagen, ich möchte es einfach sagen, abonniert den Kanal. Ich würde mich freuen. Je mehr Abonnenten, desto besser. Ja, man hat dann einfach nicht das Gefühl, man ist so richtig scheiße, sondern es interessiert jemand, was man hier sagt und was man hier macht. Deswegen abonniert den Kanal. Ihr dürft auch gerne auf das Glöckchen drücken. Dann werdet ihr jedes Mal informiert, wenn ein neuer Podcast rauskommt. Ich kann auch nicht sagen, wie oft ich den Podcast machen werde. Ich muss erst mal abwarten, wie gut ich schneiden kann. Ja, also, aber jetzt wirklich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Genießt das Wochenende. Es soll schön werden, zumindest hier in Baden-Württemberg. Ja, macht's euch gemütlich, strickt viel, habt Freude an der Handarbeit, bleibt gesund vor allem und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.